Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor nicht, bitte. Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diese Kiste nach Moon und Medipack. Bereit, Artyom? Mir nach. Okay, auf nach oben. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trock. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Da kommen sie. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereit.
froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Stellung halten! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Ja, Nikolai. Was haben Sie vor? Sie jagen und alle abknallen? Das ist nicht mal lustig. So läuft das, Bruder. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Niemand zu Hause! Was tun. Was können wir denn noch tun? Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergej! Habt ihr meinen Sergej gesehen? Hallo, Artyom. Alles wird gut. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir Mami, müssen die Ordnung aufrechterhalten. Gehen wir, Artyom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besucher. Petro. Alexei war dabei. Hat ihn gesehen? Du bist es. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Darin ist die Scheiße. Die Leute wollen ihre. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt
Und früher oder später führt das zum Tod. Moment. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Es ist Haut. Tanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings dort los? Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musst du an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen töten. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Anton. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung, Artyom! Hol dir schnell eine Waffe! Verdammt! So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weil
weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung. Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Hey, warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das mal. Dann kommt der große Papa, dann kommt Mama wieder. Scheiße. Wenn meine Frau so kochen könnte, ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß der Mann ist. Also, frag ich ihn, ich will von deiner Abtreibung nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Niemand zu Hause. Überall Dreck. Wer nur ist Dreck. Da? Leute sind Artyom, du bist du das? Lügner. Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Bist du das, Peter? Mit wem du redest. Hey. Läufst herum und hinterlässt dreckige Fußspuren und scherzt dich nicht drum, wer hinter dir alles du sauber machen das, muss. Artyom. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Hau ab, Artyom! Peter. Habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleibst? Ich erinnere mich daran, gelesen zu haben, dass Kalischnikow sehr stolz darauf war. Komm mal hierher! Sprechen verboten, hast du gehört? Unsere Grenze mit ihrer Hilfe. Und du, Artyom, sollte es gehen. Du hast sie nicht verloren. Hallo, alles klar, nehme ich an. Zumindest geht's nicht schlecht. Du etwas. Guter Prüfung aus, wie sie wollen. Und alle hinterher. Alles war gut, bis wir durch einen Nebentunnel. Und auch noch frisch. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Sauchbold. Was willst du? Du Suchkopf. Wie sie sagen. Lass mich auf Frieden und um das selber hin. Schwein! Sag es, Schwein! Hallo, Artyom.
Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Du als Soldat geboren Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Du hast zwei Hände. Hast du einen Kopf? Nutze hier kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Die gleiche alte Geschichte. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen in St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Hi, wie geht es dir, Artyom? Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Hallo, Artyom, okay, wie geht es dir? Runter damit! Scheiße, mein Rücken! Mein Rücken! Eins noch! Ich brauche eine Pause! Ich komme nicht einmal zum Rauchen! Artyom! Artyom! Sei gegrüßt! Du bist also bereit aufzubrechen? Zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Bist du bereit? Dann los! Sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor... Du setzt dich dahin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen! Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen?
Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Pullis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Wow. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaja. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und ich rannte davon. Langsamer Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Artyom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Wach auf, sonst sind sie alle tot! Yeah.
der Streckensperre. Sie ist nicht mehr weit. Die Streckensperre. Wir sind... Oh Gott, wir sind... Eine Chance! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Lade!